Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 im nächsten Kampagnenabschnittsgedöns hier einmal Hypernetzstrom, einmal hier den Strike spielen hier und ja, da gehen wir jetzt rein auf 1730 ist das einmal hier und ja, sind wir mal gespannt, was auf uns zukommt hier. Noch nicht gespielt, deswegen bin ich sehr mal gespannt. Ja, nimmt natürlich, wie gesagt, immer euer Power-Level immer hochziehen, ne, ihr müsst nicht immer ständig infundieren, ihr könnt auch die höhere Waffe oder Ausrüstung hier im Inventar tragen, das zählt auch. Wenn es dann aber halt heiß hergeht, solltet ihr dann doch infundieren, damit euer Power-Level hochgezogen wird. Weil hier gucken wir zum Beispiel, die Handschuhe sind ein bisschen zu niedrig, finde ich. Die ziehe ich mal eben hoch. Eigentlich kann ich mal alles hochziehen. Ach komm, ich habe genug Upgrade-Module, ich habe genug Ressourcen, deswegen mache ich das mal eben kurz. Solltet ihr natürlich nur machen, wenn ihr genug Ressourcen habt, sonst eher nicht. Los jetzt, mach eine Spielersuche. So, mal gucken, wer da mitfliegt. 43, okay. So, bin ich mal gespannt, was die erwartet im Strike. Meine Truppen berichten mir, dass die Einheiten der Schattenlegion plötzliches Interesse am Cloud Arc zeigen. Darum arbeiten die Verteidigungssysteme von Niomuna wahrscheinlich im Offline-Modus. Aber diese Dreckskerle von Vex stecken ihre Nase mit Sicherheit auch zu tief in die Interne. Ist das Niomuna? Dann nehme ich jetzt mal die Hoffen andere wir, dass Waffe. Eure Technologie Nein, weiterhin falsch. stabil bleibt. Ach, verdammt. Der ah, geht dann. Sinneswandel Ah, deutet darauf hin, bin ich dass faul, Kallus Level. jetzt einen anderen Nein! Ansatz verfolgt. Einmal durchknallen hier. Außenbezirk von Neomuna. Ah, hier waren wir ja schon zum Strang-Ding geeiert. Der spart seine Energie. Ja, spart sein. Achso. Der spart noch seine Energie. Für das Vernichten von Reisenden. Wahrscheinlich. So, wo müssen wir hin hier mit den Dingern? Nein, Warlock-Sprung, ich hasse es. Oh, jetzt falle ich in so eine Lücke rein, ey. Leck mich doch, ey. Ah, oh, ich hasse es, dieses blöde Rumgespringen in Destiny 2, Alter. Wir sind hier in der Zukunft. Kann man beamen und Hyperspace und was ist? Ist das besessenen Fäule? Muss ich die hier Schattenlegion drängt die Besessenen ey. In dieses Wexnest. Das Wexnest nutzt einen ähnlichen Zugang wie das Cloud Arc. Das bedeutet, sie könnten das Netzwerk infiltrieren und auf den Schleier zugreifen. Hat schon die Kugel abgeschossen oder die was? Besessenen sind unerbittlich. Also, häng ich überall vor fest. Allem unter der Kontrolle des Zeugen. Wir müssen da rein und sie aufhalten. So, okay. Man schießt ja so ein bisschen rum. Das Wexportal ist frei. Folgen wir den Besessenen und holen sie aus dem System. Boah. Hey, Hüter, ich weiß nicht, ob das an den Besessenen liegt, aber
Mich erreichen ziemlich viele merkwürdige Nachrichten von Bewohnern des Cloud Ark. Schreie, bizarre Stimmen, Albträume, alles Mögliche. Das Cloud Ark wurde auf dem Energiefeld errichtet, das von dem Schleier erzeugt wurde. Es ist stabil, aber nicht unzugänglich. Wenn wir das, was dafür verantwortlich ist, beseitigt haben, verschwinden hoffentlich auch die ganzen verschrobenen Sachen im System. Hoffentlich. Ja. Oder so? Total? Nee. Hoch. Aber das Design ist auch sehr einfach gehalten, ne? Einfach nur irgendwelche komischen Ecken, gleichfarbigen Sachen. Da ist nichts schön mit Design oder so. Es muss doch einen Weg geben, diese Fäule zu vernichten. Die darf sich nicht ausbreiten. Schild. Da macht ihr mal die Fäule nicht kaputt da. Ach, das ist so ein Ding. Steht abgeschlossen, okay. Hoffen wir, dass es stabil genug ist. Oh, jo, was war das? Endlich. Hä? Was war das? Ich soll auf einmal mal Spörung anfangen zu drehen. Raum. Hä? Das wird genügen. Was? Was ich nehmen muss? Güter gefallen. Wow. So viel Schmerz und Angst in der Dunkelheit hier. Nein, ey, was ist das für ein Mist, ey. Ohne Witz, ey, ich hasse sowas. Wieso baut man sowas in ein Spiel ein? War das die Stimme von der Liebe? Ich raff es nicht, ey, das ist so nervig. Das ist den Albträumen, die wir auf der Leviathan erlebt haben, viel zu ähnlich. Wir müssen uns darum kümmern. Aber erstmal müssen wir den Zugriffspunkt ausmachen und jeden Versuch, den Schleier zu schwächen, verhindern. Das ist einfach nur einfach riesiger Blödsinn, Sparrowfahrt hier wieder. Ich hasse sowas. Naja, es hält einfach nur auf, mehr auch nicht. Ich hänge da schon wieder irgendwo fest. Was ist das für ein Blödsinn? Ich habe keine Lust mehr. Ich hab auf so eine Kindergarten-Scheiße hab ich keinen Bock. Ganz ehrlich, so ein Blödsinn, ey. Kann ich mir auch schenken, so ein Scheiß. Na komm. Ja, trotzdem, ganz ehrlich, ich hab auf so einen Mist keinen Bock. Das ist mir einfach zu blöd. Ja.
Das ist der Zugriffspunkt. Schaffen wir den Besessenen aus dem Weg, bevor er einen Weg zum Cloud Arc öffnet. Was ist hier da gelandet? Oh. Wie viele Freunde sie hier kaputt machen anscheinend. Boah. Oder nicht? Was sind hier die, ach da. Also so kaputt schießen auf jeden Fall, die sind wie Minotauren, die wieder rumrennen. Irgendwas ist da. Aber ich sehe gar nichts. Da war noch eine Freundin, die zerstört werden musste. Ich will auch gleich wieder eine kommen. Wieder so eine Phase, so eine Phase. Für jetzt. Seh nix. Haben wir alle erwischt? Ja, haben wir. Können wir Damage machen, ja. Man kann wieder Damage machen. Lass euch weg. Dumm. Begib dich wieder in die Stadthüter. Wir müssen unsere Vorbereitungen abschließen, um sicherzustellen, dass wir Kallus besiegen. Das dazwischenliegende Gefängnis. Es wird einstürzen. Aber ich brauche Macht. Ich bin Schmerz. Ich bin Terror. Ich bin Netherrealm. Okay, so, müssen wir kurz zu Nimbus. Ah, die Sparrow-Gefahr hat mir richtig, ging mir richtig auf den Sack. Während der laufenden Aktivität geht das nicht? Warum nicht? Ja, ich kann da gerade nicht hin. Ja. Nee. Ziffer 21.
So, erstmal ein paar Stelle. Und ein paar Stelle. Hey, Hüter! Hoffentlich fühlst du dich mit Strang etwas sicherer. Osiris scheint es jedenfalls zu sein. Ich habe ihn gefragt, wie es mit den grünen Fäden läuft, nur um ihn zu ärgern. Er hat mich zuerst korrigiert und mir dann seine Theorien erklärt. Sehr detailliert, mit vielen super wichtigen Begriffen. Das meiste ging an mir vorbei, aber er klang begeistert und nur das zählt. Irgendwann meinte er dann, dass ihr beiden immer noch herausfinden müsst, wie ihr Strang wirklich meistern könnt. Rohan hätte sicher zugestimmt. Ich tu's auch. Nicht, weil er tot ist und ich automatisch der Meinung eines Toten bin. Andererseits kann er auch schlecht eine Diskussion vom Zaun brechen, nicht wahr? Ich, Corollus Daradanu aus Neomuna, halte es für eine echt gute Idee. So, nächste Mission kopfüber. Ist das die vorletzte oder was? Ja, das machen wir dann aber im nächsten Bild. Danke fürs Zusehen.